Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 7, die Zusatzinhalte oder DLCs, wie ich es genannt habe. In der letzten Folge haben wir den letzten Teil von Schlafzimmer gespielt oder das letzte Stückchen von Schlafzimmer. Der von der Folge her war es der letzte Teil, das waren ja irgendwie drei Folgen habe ich ja daraus gemacht, weil es so lang war. Und ich habe ja schon gesagt, das war mega geil alles, habe ich ja schon tausendmal gelobt. Heute gucken wir uns 21 an. Ein sadistisches Kartenspiel spielen ist die Beschreibung. Okay, Überleben plus, Belohnungen, okay. Mal gucken, ich bin sehr gespannt, was das ist. Allgemein ist dieses Prinzip sehr seltsam von den DLCs. Gefangen. Von der Bakers verfolgt, läuft Clancy durch eine Tür im Hof und stolpert zwischen Schaufensterpuppen durch weiß gefärbte Räume. Was für ein Freak baut das alles? Lukas. Bestimmt. Can pain make you smart? Okay. What the? Wir spielen wieder Clancy. Where am I? What? Oh no. Oh Gott, Lukas. What? Ist das ein Spiegel? Das ist jemand anders. Oder? Okay. Hey, ja. Look at me. Ich sehe dich. Now, I wonder, habt ihr das Zeug dazu? Oh, lol, der macht sadistische Spiele mit irgendwelchen Leuten. Oh Gott. Wird sie lebendig hier rauskommen? Lukas, ey. Woo! Nice. Okay. Oh, wir spielen um Finger. Oh Gott. Oh Scheiße, ich bin noch nie gut in Kartenspielen gewesen. Wer ist das gegenüber? Okay. Yeah. Ja. Wer bist du? What do you think? You believe that freak? And now I'll explain the rules of the game. Oh Gott, habe ich auch so eine Mütze auf? Der hat ja Augen da drin, ne? Also der hat da so Augenlöcher. Okay. Verliert ihr. Okay, das ist simpel, das kann ich. Oh mein Gott, ist das krank, ey. Ich gefällt mir übel. Your turn. 7 und der hat 8. Ja. Ich werde auf jeden Fall eine Karte ziehen, oder? 13. Ist das zufällig? Hoffman. Wer ist das? 1 bis 11. Okay. Keine Karte. Warum das denn? Es gibt 1 bis 11 gibt es, ne? Die 4, 6 und die 8 ist raus. Das heißt, ich könnte, selbst bei einer 11 wäre ich immer noch, ne, bei einer 11 hätte ich verloren. Bei einer 10 hätte ich verloren. Ich bleibe. I'm gonna stay. Okay, show 'em, fellas. Ich hab mehr. Easy. Ich hab gewonnen. What? Bin ich Loser? Warum hab ich verloren? Warte, meine Karten. 3. 13 und der hat 15. Oh, lol. Der hatte seine verdeckte Karte war eine 7. Okay, man hat noch eine extra Karte. Oh Gott, scheiße. Mein Finger, Alter. Fuck. Tell me, what did I do? 3 steht bei mir. Okay, ich weiß, was meine Karte ist. Regeln ansehen. Sie gewinnen, wenn näher an 21. Wenn sie über 21 gehen, haben sie sich überkauft. Sie verlieren.
Derjenige, der näher an 21 ist und beide gleich ist, so gilt die Runde als unentschieden. Okay, das ist easy. Easy. Die Karte von 1 bis 11, bla bla bla. Ja, das ist easy. Scheiße, ich wusste nicht, dass deine letzte Karte auch noch zählt. Auf jeden Fall, mit einer 11 hätte ich ja, wäre ich genau auf 21. Eine Karte ziehen, auf jeden Fall. Okay. Keine Karte. Okay, wenn er könnte dann eine 11 runter haben, dann hätte er 16. Er könnte eine 10, hätte er 15. Mit einer 9. Mit einer 9 hätten wir Gleichstand. Ich bleibe, oder? Der wird da keine 11 oder 10 haben, oder? Was hat der? Ha? 8. Oh. Ich habe gewonnen, Gott sei Dank. Oh. 2 Finger. Wer ist dieser Hoffman? Das wird mich interessieren, ey. Was für ein bescheuertes Spiel, ey. Das halt zeigt halt, was Clancy so macht in seiner Freizeit, wa? Oh Gott, jetzt geht's um 3 Finger. Alter. Oh, eine 11! Und eine 9! Alles klar. Ich glaube, das gegenwärtige Blatt behalten. Ich habe gewonnen. Das kann er nicht überbieten. Ha! Nice, das ist natürlich easy. 8 plus Fragezeichen. Stay. Keine Karte. Stay, natürlich. Wenn er da was Größeres als eine 5 hat, also wenn er eine 5 hat, hat er gewonnen. Ach, die 5 ist das schon. Er hat verloren. Die 5 hat er schon gezogen. Er hat auf jeden Fall verloren. Weil mit einer 5 würden wir Gleichstand, würde er über mir kommen. Und wenn er eine 4 hat, hätten wir unentschieden. Alles andere würde ihn seine Finger kosten. Yay! Yeah, easy game. Oh Gott. Oh. Man muss sich das mal vorstellen, wenn er das wirklich irgendwie... Verblutet er dann nicht? Er ist bewusstlos geworden. Ja. Ja. Ich habe instant gewonnen, ey. Na, easy. Oh Gott. Ich muss nach Hause zu meiner Familie, noch eine Runde. Oh Gott, ey. Ja. Worum geht's jetzt? Wow. Stromschocks. Ah, warum? Warum? Was? Hinrichtungskammer. Oh Gott, ey. Stromstärke zeigt jedes Mal, wenn ihr verlieren. Okay. Eins. Okay. Eins ist der Einsatz. Also spielen wir jetzt echt noch eine Million Runden, oder nicht? Um 2 erhöhen. Erhöht den Einsatz ihres Gegners um 2, solange diese Karte auf den Tisch liegt. Ihres Gegners. Oh, extra Dinger. Lässt die Karte 6 ziehen. Wenn diese nicht mehr im Stapel ist, passiert nichts. Oh, es gibt Special Dinger. Das ist ja wie Hearthstone. Ich liebe Hearthstone. Okay. Okay, verstehe ich. Oh. Okay. Was haben wir denn? Wir haben, lässt ihn die Karte 6 ziehen. Was habe ich denn? Mit 6 wäre, das wäre eine dumme Karte. Ich könnte um 2 erhöhen. Was auch immer er hat. Er hat 7. Ich bin schon sehr hoch. Ich kann es nicht riskieren, was so eine krasse Karte zu ziehen. Also werde ich bleiben. Drum Karte auf den Tisch ansehen. Es gibt damit noch keine. Ich bleibe. Mit 17. Gib mir eine andere. Okay, wenn ich jetzt
eine Trumpfkarte einsetze, um 2 erhöhen, wäre er jetzt schon bei 20. Das heißt, wenn er da keine, wenn er da 1 hätte, hätte er 21 und alles andere würde ihn umbringen. Aber das Problem ist, es geht ja jetzt nur um 1, ne? Das heißt, es lohnt sich noch gar nicht, ne? Er hat jetzt auf jeden Fall mehr als ich. Er hat auf jeden Fall mehr als ich. Ich glaube, ich benutze das Ding einfach. Also, oh Gott. Zack. Und das Blatt behalten. 3. Warum geht es jetzt immer um 3? I'm gonna stay. Keine Karte mehr. Er wird einfach zu viel haben. Er hat zu viel. Clancy. Natürlich, er hat viel zu viel. Er hatte sogar so schon zu viel, oder? Er hatte so auch schon zu viel. Oder? 13? Ja, hätte ich gar nicht einsetzen müssen. Ich bin halt safe gegangen, weißt du? Aber er ist jetzt halt bei 3. Und ich habe noch 1. 2. Ach, plus 2 dann, okay. Rückgabe. Leg die letzte aufgedeckte Karte, die sie gezogen haben, zurück in den Stapel. Interessant. Okay. Ich habe keine Ahnung, was er hat. Ich werde auf jeden Fall eine Karte ziehen, ja. Alter, er hat jetzt schon 19. Das heißt, stirb doch einfach bitte. Ich weiß nicht, ob Clancy eine Familie hat. Okay, okay, jetzt wird's interessant. Wenn er eine 2 hat, hat er Maximum. Wenn er eine 1 hat, hat er sehr hoch. Aber alles andere wird ihn umbringen. Also bin ich, glaube ich, safe. Das heißt, wenn ich jetzt eine 8 bekomme, bin ich am Sack. Dann habe ich, das ist perfekt. Eine 9 kann ich nicht bekommen. 10, okay, auf jeden Fall eine Karte ziehen, ja. Eine Karte ziehen. Auf jeden Fall. Okay, er kann mit einer Trumpfkarte, kann er mich killen. Blatt behalten. Wird er eine Trumpfkarte spielen? Okay, nein. Wir haben auf jeden Fall gewonnen. Ist sein Gleichstand. Kann Gleichstand herrschen? Ich glaube nicht, oder? Haha, ich bin so gut. Er hat 22. Oh, lol. Der arme Hoffmann, ey. Er hat eine Familie. Und keine Finger. Das kleine Mädchen. Daddy wird das hier gewinnen. Oh, ist das traurig. Lässt sie die Karte 3 ziehen. Okay, verstehe. Er hat seine Dinger noch nie eingesetzt. Das ist wie bei Hearthstone, da sind die Comps, der Computer ist auch immer schlecht. 13, okay. Lässt sie die Karte 6 ziehen. Mit 6 hätten wir 19. Rückgabe und 3. Wenn ich eine Karte ziehe, 7, 8 wäre nice. 9 ist noch im Spiel, das könnte gefährlich werden. Im Moment bin ich aber auf jeden Fall höher als er. Mit der 5. Was ist denn noch im Spiel? 1, 2, 8 habe ich schon gezogen. 10 und 11 wäre halt scheiße. 9 wäre auch scheiße. Ja, 9 wäre furchtbar. 8 habe ich aber schon gezogen. 8 wäre super gut, aber das habe ich leider schon gezogen. Ich glaube, ich ziehe eine Karte. Oh. Erhöht den Einsatz ihres Gegners um 2. Oh. Cool. Er wird eine Karte ziehen, oder? Ah, und ich krieg auch eine Karte. 19 ist super gut. 19 ist super gut. Ich könnte... er hat 15. Er würde mit einer 5 gewinnen, die ich habe. Die hat er nicht. Mit einer 6 würde er gewinnen. Er braucht... 5 kann er nicht haben. Er braucht genau eine 6, um das zu gewinnen. Oder eine 4, um Gleichstand zu machen, aber die 4 hat er schon. Also, es gibt nur eine 6, die ihn rettet. Also, ja, easy. Blatt behalten. Die letzte aufgedeckte Karte ihres Gegners zurück in den Stapel. Okay. Ich kann noch was machen, oder? Ich kann jetzt noch was machen, oder? Ja. Ich kann mir die 6 einfach wiederholen. Ich glaube, das ist die beste Karte jetzt zum Einsetzen. Ja, ich werde mir die 6 einfach wiederholen. Zack. 19. Und keine Karte ziehen. I'm gonna stay. Gut.
Okay, das sollte gewonnen sein, oder? Er kann nur mit einer 6 gewinnen. Er wollte noch eine. Was? Bist du bescheuert? Der hat jetzt schon zu viel. Ich spalte mein Blatt. Der ist ganz schön dumm. Jetzt noch eine Karte. Keine Karte mehr, was? Wer hat wohl gewonnen? Wer hat wohl gewonnen? Okay. Ich glaube, das ist wirklich der Easy-Modus, weil es gab ja noch zwei andere Modi hier, ne? Stimmt. Das habe ich ja am Anfang gesehen. Das macht dann auch Sinn. Tja, du wirst sterben, Hoffman. 4. Danach ist er tot. Rückgabe. Jetzt kann ich ja alles setzen, alle meine Special-Dinger, weißt du? Wir ziehen auf jeden Fall eine Karte. Can pay make you smart. Ist echt witzig für dieses Scheiß hier, ey. Oh, Alter. Er wollte keine. Okay. Ich ziehe eine Karte. Auf jeden Fall. 15. Okay. Keine Karte. Wenn ich jetzt stehe, dann... Okay, was kann er haben? Mit einer 11 ist er über mir. Er bräuchte nur eine 7 und dann hätten wir Gleichstand. Die 7 habe ich aber. 8 hat er. Das heißt, 9, 10 und 11 retten ihn hier. Aber ich könnte sogar noch eine 3 ziehen. Da hatte ich 18. Da würde ihn nur die 11 retten. Die 10 hätten wir Gleichstand. Oder ich ziehe sogar noch eine Karte. Ich kann auch Rückgabe machen, weißt du? Ich habe doch noch Rückgabe, also kann ich auch eine Karte ziehen, weißt du? Hit me. Das ist zu viel. 11 ist zu viel. Ist ja auf jeden Fall Rückgabe. Das macht Sinn. Ziehe ich noch mal eine? Ich habe noch eine Rückgabe. Ich könnte es voll safe spielen. 18. Das ist die 3, die ich mir auch so hätte holen können. Oh, jetzt will er auch eine. Interessant. Der wird zu viel haben, denke ich mal, oder? Mit einer 10 hätte er jetzt 22. Mit einer 9 hätte er genau 21. Die 11 kann er nicht haben. Die ist noch im Stapel. Das heißt, er wird... 11 kann er nicht haben. 9 lässt ihn gewinnen. 8 kann er nicht haben. 7 kann er nicht haben. 6 kann er nicht haben. 5 wird er nicht gewinnen mit. Wenn er 5 hätte und ich ihm natürlich jetzt 2 extra Karten geben, ist das ganz schön unlucky. Er wollte jetzt noch eine Karte haben. Das heißt, er hatte weniger als 18, kann das sein? Da hat er jetzt auf jeden Fall mehr als 18. Ich glaube, er könnte halt eine 1 haben. Dann wären die 2 egal, die ich ihn überspiele. Er könnte eine 2, kann er nicht haben. Eine 3 kann ich haben. Eine 4 kann er nicht haben. Hat er schon. Eine 5 wäre halt mies, ne? Eine 6 wäre auch mies. Aber die kann ich haben. Eine 7 kann er nicht haben. 8 kann er nicht haben. 9 wäre zu viel, wenn ich ihn eine 2 überspiele. 10 wäre jetzt auch schon zu viel. Das heißt, wenn er eine 5 hat, bin ich richtig am Sack. Wenn er eine 5 hat und ich ihn überbieten lasse, bin ich am Sack. Wenn er jetzt eine 9 hat, hat er gewonnen. Oh, Alter. Eine 11 kann er nicht haben. Ich werde ihn überbieten. Okay. Und das Blatt behalten. Ich hoffe, dass er jetzt zu viel hat. Und zwei Höhen. Oh, nice. Er hat auf jeden Fall verloren. Er hat verloren. Ich habe da jetzt auch zwei, oder nicht? Ich kann doch auf den Card ansehen. Zwei Höhen. Ihres geht das um zwei. Ich habe 20. Er hat verloren. Stay. Ich bin der Gewinner.
Selbst mit einer 5 kann er, hat er jetzt verloren. Hat er eine 5 gehabt? Hat er? 9. Hoffman? Why? 10. Elf, 18, 20. Hat er genau eine 21? Aber ich habe doch seins um 2 erhöht. Das muss ich mir nochmal anschauen. Um 2 erhöhen habe ich nochmal bekommen. Super. Er hat meins auch um 2 erhöht, aber ich war doch dann auf 20. Er muss ja dann eine 21 gehabt haben. War das eine 6? Eine 9? Das war eine 9, ne? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Okay. Alter, das nächste ist 5, dann bin ich instant tot. Oh, scheiße. Ich muss jetzt gewinnen. Oh, fuck. Ich hätte es mega safe spielen sollen. Das hätte ich, glaube ich, sogar können. Wir ziehen auf jeden Fall noch eine, ja. Hit me. Entfernen. Leg die letzte aufgedeckte Karte, die ihr Gegner gezogen hat, zurück in den Stapel. 4. Keine Karte! What? Ich werde auf jeden Fall ziehen, wa? Mit meinen Jokern. Leg die letzte aufgedeckte Karte. Ich kann meine wieder zurücklegen lassen. Ich kann auf jeden Fall ziehen. Karte ziehen. Weil dann ist sowieso, sind wir sowieso normal dran. Das ist blöd. Scheiße, ist viel zu hoch. City 3, das ist Quatsch. Ich kann nur Rückgabe machen. Ziehe ich dann nochmal? 7 wäre okay. Ich muss ziehen, ne? Oder ich ziehe einfach eine 3 an, hab 16. Eine 10 kann er nicht haben. Wenn er eine 11 hat, bin ich halt am Arsch. Eine 10 kann er nicht haben, weil die habe ich gerade zurückgelegt. Und wenn ich 3 ziehe, habe ich 16. Das heißt, er bräuchte echt die 11. Das heißt, nur bei der 11 verliere ich. Das ist ziemlich gut, oder? Und wenn ich jetzt halte, dann ist doch... Dann ist doch Showdown, oder? Ach nee, er kann nochmal machen. Er muss eine 11 haben, oder? Hat er eine 11? Er hat eine 11! Was? Oh mein Gott, er hat eine 11! Das war mega dumm. Wow. Oh, wie bad. Ich habe das echt verloren. Ich habe so viele Runden gewonnen. Wow, der Hoffman, ey. Immerhin kann er jetzt seine kleine Tochter sehen, ey. Oh, wie unfair, ey. Ich hatte durchgehend 0. Kacke. Das ist doch scheiße. Ist es danach vorbei? Ich glaube schon, wa? Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall das Ende gesehen, was passiert, wenn wir halt verkacken und dumm sind. Ich würde sagen, ich mache hier einen Cut, weil ich das in einer Folge haben möchte. Und dann spiele ich das normal und dann sorge ich dafür, dass ich auf jeden Fall gewinne. Wir sehen uns dann gleich. So, da sind wir wieder. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir gewonnen haben mit 21. Oder wenigstens Gleichstand. Yay! Ich habe übrigens eine Karte falsch verstanden. Die jetzt gerade auf dem Tisch ist, die Bettkarte, habe ich falsch verstanden. Okay, der ist tot. Okay, diesmal hat er seine Mädchen scheinbar nicht retten können. Alter. Ist voller Blut. Ugh. Ich habe die Karte falsch verstanden. Diese Bettkarte, die erhöht den Einsatz um 2 und nicht das Blatt. Ich habe gedacht, das erhöht das Blatt um 2. Yay. Wir sind fertig. Ja. Was? Nein. Der lebt nicht.
Oh lol. Er arrestet ihn einfach. Oh mein Gott. Oh Gott, er hat ihn einfach getasert. Ist das das Ende davon? Wir spielen einfach unendlich lang? Oh no, es gibt echt noch eine Runde. Oh Gott. So. Oh mein Gott, Death. Entfernung. Eins, ja. Auf null bin ich tot. Eins spielen wir. Oh Gott, ey. Es geht echt noch weiter. Oh mein Gott. Aber er ist doch schon tot. Er ist tot. Oh Gott, wie abgefuckt, ey. Lässt sich die Karte 5 ziehen. Oh, scheiße. Okay, eine Karte ziehen. Fuck, Alter. Oh, 18. Und wer macht das jetzt für ihn? Es ist bescheid. Oh, wie krank, ey. Oh, ich habe die anderen Haarsachen habe ich noch. Ich kann Einsatz erhöhen. Zweimal sogar. Ich könnte versuchen, eine 2 oder eine 3 zu ziehen. Und könnte die danach wieder zurücklegen. Und dann den Einsatz zweimal erhöhen. Das ist ultra schlau. Ich versuche jetzt einfach das geilste Blatt auf dieser Welt zu bekommen und den Einsatz wieder zu verbessern für mich. Eine 5 wäre scheiße, ja. Okay, gib mir eine Karte. Oh, eine 10. Ich muss auf jeden Fall die Karte wegleben. Rückgabe. 18 habe ich halt. Okay, wenn er eine 5 hat, haben wir Gleichstand. 6 kann er nicht haben. 7 kann er haben, ich habe verloren. 8 kann er haben, habe ich verloren. Sehe ich das Risiko ein, ziehe eine Karte und erhöhe danach. Komm, gib mir eine Karte. Oh. Lässt sich die Karte 3 ziehen, das wäre super jetzt. Nein! Fuck. Ich habe nichts, oder? Die Gegner gezogen hat zurück in den Stapel, das bringt mir nichts. Ich habe verloren. Ja. Aber nur ein. Ich habe auf jeden Fall verloren, aber ich habe nur einen Meter verloren. Oder einen Punkt hier. Hoffman. Ah, 15 hatte der nur? Scheiße. Der hatte nur 15, ey, wie bad. 2 Abstand, okay. Lässt ihre Gegner die bestmögliche Karte aus dem Spiel ziehen. Lässt ihren Gegner die bestmögliche Karte aus dem Spiel ziehen. What? The fuck? Die bestmögliche Karte aus dem Spiel ziehen. Keine Karte! Es ist bescheuert, Alter. Lässt die bestmögliche Karte ziehen, das ist so bescheuert. Ich habe 16, 4 wäre nice. Alles andere würde mich nur hochbringen. 5 habe ich schon. 3 hätte ich 19. 19 reicht 19. Ich habe leider keine Karte zurücklegen mehr. Das heißt, was würde mich töten? Eine 6 würde mich killen. Eine 7 auch. 10, 11 sowieso. 9 will mich töten. Es will mich einfach zu viele Sachen töten. Ich nehme die 3 und bleib bei der 19. Ich hoffe, dass 19 reicht. Und dann gehe ich ganz hoch. Voll Risiko. Voll Risiko, oder? Ich gucke erstmal, was er macht. Oder? Boah. Gehe ich voll Risiko? Ich gehe voll Risiko. Okay. Keine Karte. Was macht er? Verwirft die letzte Trumpfkarte, die der Gegner auf den Tisch gelegt hat. Aha. Interessant. Der hat die gekontert. Ich werde trotzdem 2 erhöhen. Hä?
Ja, gut. Ja. Warum ist das jetzt auf 2? Soll das nicht auf 4 sein? Wirf die letzte. Ja, geil. Okay. Super. Das geht echt unendlich lange. Beste Karte für ihren Gegner. Macht keinen Sinn. Entfernen. Ne, okay. Behalten. So, jetzt ist es doch. Ich habe 19, ne? So, ich habe leider, kann ich meine Taktik nicht machen. Womit hätte er überhaupt gewonnen? Oh, 18, Alter. Okay, 6, 8. Ich habe das Spiel herumgerissen. Aber jetzt habe ich keine von diesen Erhöhungskarten mehr. Dein Leben ist sowieso kacke. Leg die letzte aufgedacht, die ihr Gegner gezogen hat, zurück in den Stapel. Oh Mann, das sind seltsame Karten. Okay, auf jeden Fall 10, wa? Ich könnte eine 5 ziehen, das bringt mir aber nichts. Oh, 20! Keine Karte. Nur mit 21 gewinnt der. Das ist unwahrscheinlich, oder? Okay, er gewinnt mit einer 4, die er nicht haben kann, weil ich die habe. Der Lutscher. Der Lutscher. Ist der bescheuert? Oh mein Gott. 3 wäre unentschieden. Lässt ihren Gegner die bestmögliche Karte ziehen. 2 hat er schon. Er könnte eine 1 haben. Dann wäre die bestmögliche Karte eine 3, die noch im Spiel ist. Ja, ich würde einfach behalten, ne? Das sollte doch klappen. Womit hat er nochmal gewonnen? Unentschieden. Lol, der hat auch nur 20. Dann fangen an noch beide. Letztes Mal hat er gesagt, beide haben verloren, aber das geht ja jetzt gar nicht, stimmt. Oh Mann, das geht schon wieder so lange. Ich hätte eine Pause machen sollen. Okay. Bei der Aufnahme meine ich jetzt. Lässt die Karte 4 ziehen, okay. Wie er den Einsatz eiskalt verdoppelt hat, ey. 9, 9 haben wir beide. Keine Karte. Hat er eine 11? Oh. Ich werde auf jeden Fall eine ziehen, wa? Oh, ich kann mir eine 5 geben. Entweder er hatte eine 1 oder eine 2. Mit einer 1. Okay. Mit einer 2 hätte er. Ja. Wenn er eine 1 hat. Lässt ihren Gegner die bestmögliche Karte aus dem Stapel ziehen. Wenn er eine 1 hat, ne? Da hat er jetzt 20. Wenn er 2 hat, hat er 22. Das heißt, wenn er 2 hat, ist die bestmögliche Karte am Sack. Wenn er eine 1 hat, wäre die bestmögliche Karte eine 1. Und die gibt es nicht mehr. Also verbrich das mal, oder? So. Was zur Hölle? Ja, guck mal, aber jetzt. Das. Er kann ja. Er wird jetzt auf jeden Fall drüber sein, ne? Weil 0 gibt es nicht. Ich brauche keine Karte mehr. Er wird auf jeden Fall. Warte, er muss. Ja, klar, er müsste eine 1 haben, aber das geht nicht. Ja, ich bin safe. Ich bin safe. Ich habe die Karte tatsächlich gut eingesetzt, die eigentlich bescheuert ist. Ich muss Gewinn haben. Er ist auf jeden Fall drüber. Haha. Was? Eine 8? Ja, genau. Okay, super. Das ist bescheuert, dass er einfach tot ist, ey. Das ist so bestialisch, ey. Lukas, ey. Lukas haben wir in der Story auch nie töten können oder so, ne? Rückgabe. 1, 2, oh geil. Ja, ja. Perfekte Karten ziehen. Lässt sie diese bestmögliche Karte aus dem Stapel ziehen, Alter. Erhöht den Einsatz beider Spieler um 100, solange die Karte auf dem Tisch liegt. Der Gegner kann keine Karten ziehen.
What? Erhöht den Einsatz beider Spieler um 100. Das ist schon mal dumm. Solange die Karte auf dem Tisch ist, der Gegner kann keine Karten ziehen. Der Gegner kann keine Karten ziehen. What? Ich kann keine Karten ziehen? Lässt die letzte aufgedeckte Karte die Gegner zurück in den Stapel. Das kann ich machen. Kann ich einfach nicht eine Karte ziehen. Geht nicht. LOL! Wie gewinne ich das? Ich kann eine... Okay, das... Ich kann eine 5 und eine 4 kann ich mir aber holen. Das geht doch, oder? Eine 5 und eine 4, das wäre 9. Also 1 und 2 ist halt ultra unlucky. 9. Dann habe ich 12. Und ich kann zweimal seine Karte entfernen. Aber er kann einfach wieder neue ziehen. Wow. Wie soll ich denn mit der 3 gewinnen, hä? Das ist unmöglich zu gewinnen. Es ist wirklich unmöglich, denn seine ungedeckte Karte kann ich nicht loswerden. Und das wird eine... What? Das ist mega unfair. Habe ich... Ich kann nicht gewinnen. Ich kann nicht gewinnen. Das ist ein 0. Aber er wird auf jeden Fall eine 3 haben, also gewonnen haben. What the fuck? Hit me. Hit me. Hit me. What the fuck? Hit me. I'm gonna stay. Ich hab nichts, ich bin tot. Wow. Er hat halt entweder eine 3. Ich hab halt Safe verloren. Safe verloren. Aber. Das ist jetzt einfach auf 100 gestiegen? Wie unfair! Das gibt's doch nicht, oder? Oh Gott. Ich hatte keine Chance zu gewinnen! Ich hatte keine Chance! Habe ich einfach echt unlucky gezogen? Ich hatte wirklich keine Chance. Es gab keine Chance für mich zu gewinnen. Wie unfair. What the fuck, ey. Ja, gut, was mache ich jetzt? Scheiße, ja, ich werde es nochmal versuchen. Und das dann an die Folge hier dranhängen. Das wird ja nicht mehr lange sein. Ich würde sagen, ich mache einen Cut und wir sehen uns dann gleich. Bis gleich. Da sind wir wieder. Ihr seht, ich habe ein ultra gutes Blatt gerade. Ich bin in der vorletzten Runde. 4 ist der Einsatz, 5 hat er noch. Ich weiß nicht, ob ich von dieser Position aus gewinnen kann, weil ich habe auch kaum noch Karten, weil ich ja weiß, was gleich für eine Kackrunde kommt. Deshalb trotzdem nehme ich mal auf und schau mal, ob das was wird. Man kann übrigens, es gibt Speicherpunkte. Ich habe neu gestartet und ich bin dann bei der Säge wieder angefangen zum Glück. Das heißt, ich musste nicht mehr so weit spielen. Aber gut, ich würde sagen, Blatt behalten. 21 ist ein ganz gutes Blatt, das behalte ich mal eiskalt. So, das werden wir gewonnen haben. Es sei denn, er hat halt eine 5, ne? Dann ist er unentschieden. Das wäre natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ja, okay. Jetzt hat er noch 1. Okay. Jetzt kommt die unfaire Runde. Wie immer, wa? Mal gucken, ob wir immer 1-2 ziehen. Das wäre natürlich blöd. Rückgabe. Warum kriege ich so oft Rückgabe? Man zieht immer 1-2? Shit. Oh, nö. Man zieht immer 1-2? Lässt die bestmögliche Karte aus den Stapel ziehen. Lässt sie die... Ja. Erhöht den Einsatz beider Spieler um 100, sobald die Karte aus den Tischen... Okay, eigentlich ist das easy, oder? Eigentlich ist das easy. Weil er sich die bestmögliche Karte genommen hat, habe ich Liebe deinen Gegner. Das ist der Trick. Das ist der Trick, okay. Bestmögliche Karte ist 6. Logischerweise hat er dann eine 4.
Und ich zwinge ihn jetzt, eine Karte zu ziehen. Easy, oder? Und habe ich gewonnen. Liebe deinen Gegner. Yay, ich liebe ihn. So, jetzt hat er da drüber. Zack. Ah, er hat verloren. Lol. Win. Hä, er lebt wieder? Wow. Alter, liebe deinen Gegner. Hä, hat er zum Schluss... Zum Schluss hat er, glaube ich, wirklich nochmal gelebt. Ich habe gewonnen. For real, obwohl das unfair war, habe ich gewonnen. Er sagt nichts mehr. Es war einfach fair. Es war einfach unfair und ich habe trotzdem gewonnen. Es, ja. Extra Belohnung. Oh Gott. Das ist so unfair. Der lässt mich sowieso nicht gehen. Ich habe gewonnen, obwohl es unfair war. Oh Gott, es gibt wirklich noch eine Runde. Alter, das ist doch... Oh Gott, ey. Oh, das ist das Ende, oder? Okay. Über Spiel muss überleben. Okay, das war's doch. Echt ein witziges Ding, dieses behinderte Kartenspiel, ey. Das war schon echt brutal und gut inszeniert von Lukas. In der Story, habe ich am Anfang mal gesagt, haben wir Lukas ja wirklich nie... gekillt, oder es hat kein Ende mit Lukas Figur gegeben, ne? Mit allen anderen Figuren hat es so ein Ende gegeben, aber Lukas ist irgendwie entkommen, irgendwie, ne? Den haben wir ja nie sterben sehen oder irgendwas. Also echt ein interessanter Charakter, ein cooles Kartenspiel. Und ich würde sagen, ich spiele gleich auf jeden Fall mal eine Runde Hearthstone, weil jetzt bin ich auf jeden Fall der Experte da drin, muss ich ja, nachdem ich das hier geschafft habe. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dann, ciao.